Ich möchte in diesem Video erläutern, wie man einen dynamischen Fensterblock erzeugt. Zunächst habe ich das Fenster einmal gezeichnet. Man sieht das hier in meiner Zeichnung. Wir haben hier die Wandlinien. Ich schalte einmal das Raster aus, damit man das besser sehen kann. Wir haben hier die Wand, das ist eine 36,5er Wand. Das sollen hier ein paar Innenwände darstellen. Dann habe ich hier die Wandtrennlinie, trenne ich quasi die Wand auf. Wobei ich dazu sagen muss, hier stimmt der Layer noch nicht. Kannst du es nochmal korrigieren, wenn du es besser siehst. Also ich gehe jetzt immer auf Layer und das ist Grundriss Außenwand. Hier wird quasi Wandlinie aufgetrennt. Und dann zeichne ich hier noch das Fenster ein. Das sind zwei verschiedene Layer. Einmal besteht das Fenster bei mir aus den Layer für die Auftrennung der Wand und dann aus dem Fenster selber. So kann ich später einfach mal in der Zeichnung sagen, okay, tu mir einfach nur mal die Wände einzeichnen, ohne die Fenster selber. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn Sie meinetwegen das Ganze im 1 zu 200 ausdrucken wollen. Dann ist so eine Darstellung unter Umständen zu klein und wird dann nicht gut dargestellt. Dann tun wir einfach nur die Öffnung darstellen. Ja, das Ganze ist ein 12,5er Raster. Ja, das kennen Sie ja schon bei mir. Ich tue gerne mit 12,5er Raster zeichnen, wenn ich im Hochbau unterwegs bin. Und hier habe ich allerdings einen Viertelstein. Also hier habe ich jetzt keinen, habe ich jetzt 6,25 habe ich jetzt hier genommen für diesen kleinen Versatz, wo das Fenster quasi reingesetzt wird. Ja, wollen wir da mal einen Block draus erzeugen? Dadurch, dass ich schon gezeichnet habe, kann ich das ausgehend von dieser Zeichnung machen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf meine Registerkarte einfügen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen Block zu erstellen. Gehe auf Block erstellen. Ich erstelle einen internen Block. Sie könnten das auch extern machen, dann könnten Sie das auch in anderen Zeichnungen verwenden. Würde wahrscheinlich Sinn machen bei dem Fenster, aber da das Ganze hier nur eine Übung ist, bezogen auf eine Zeichnung, machen wir das Ganze mal intern. Also gehe ich hier auf Block erstellen. Jetzt fragt er mich nach dem Namen. Da sage ich mir, okay, das Ganze heißt Fenster, das macht Sinn. Und das Fenster soll eigentlich nur funktionieren auf 36,5er Wände. Man könnte natürlich das Ganze auch so erstellen, so parametrisieren, dass man das Fenster auch auf andere Wände verwenden kann. Zum Beispiel größere 40er, 50er, 60er, wäre je nachdem. Aber ich will das nicht übertreiben, deswegen sage ich mir, okay, 36,5er. 36,5 schreibe ich das mal so hin. Beschreibe das hier noch, das ist Fenster. Im Grundriss. Detaillierung ist, sagen wir mal, 1 zu 100. Grundriss 1 zu 100. Und 36,5er Wand. 36,5er Wand. Na, man soll das dazu schreiben, wenn Sie dann später mal, ich vermute mal, Sie werden vielleicht sehr viele Blöcke erzeugen, falls Sie mal viel mit AutoCAD zu tun haben. Und dass sie dann auch schnell sich zurechtfinden und vor allen Dingen nicht nur sie, sondern auch vielleicht ihre Kollegen. Und so ein Kürzel Fenster 365 sagt vielleicht nicht jeden was. Wenn sie das Ganze dazu schreiben, dann kann man das dann vielleicht noch eher einordnen. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt meinetwegen aus einer Unmenge von vielen Blöcken den passenden raussuchen, macht so eine Beschriftung Sinn. Dasselbe kennen Sie ja schon von den Layern. Auch da hatte ich Sie darum gebeten, dass Sie bei den Layern nicht nur irgendwelche Kürzel verwenden, sondern auch eine Beschriftung hinzufügen. Dasselbe machen wir bei Blöcken. Machen wir weiter mit dem Basispunkt. Das heißt, was soll der Basispunkt sein, wo das Ganze quasi eingegeben wird? Das soll dieser Punkt sein. Das ist später mein Einfügepunkt. Hier füge ich dann meinen Block ein. Und das Objekt wählen wir jetzt noch. Ist ja schon vorhanden, deswegen wählen wir jetzt hier das Fenster aus. Aufpassen, nicht die Wand erwischen, weil die soll ja eigentlich nicht eingefügt werden, sondern nur das Fenster. Deswegen gehe ich von hier nach da. Damit werden nur die Linien ausgewählt, die wirklich vollständig von meinem Auswahlfenster eingeschlossen sind. Rechte Maustaste beendet die Auswahl. Beschriftung, also Text oder sowas, haben wir hier nicht. Die Einheit passt auch. Zentimeter. Hyperlink macht jetzt keinen Sinn. Und ich möchte das Ganze danach gleich im Blockeditor öffnen, um meinetwegen Ihnen das Ganze jetzt noch zu parametrisieren. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte Ihnen erst zeigen, wie das mit dem Block funktioniert. Also ich tue das den Haken mal deaktivieren. Sage mir, okay, das genügt mir jetzt. Und jetzt hat er mir hier einen Block erzeugt. Sie sehen, Sie können die einzelnen Elemente nicht mehr ansprechen, nicht mehr auswählen, sondern nur das Gesamtelement, den gesamten Block. Und wenn Sie jetzt hier auf Eigenschaften gehen, dann sagt er auch Ihnen, es ist eine Blockreferenz. Sie können das natürlich sprengen.
Damit zerlegen sie das wieder und heben diese Blockreferenz auf und kriegen ihre Elemente wieder in ihre Zeichnung. Sprengen das hier einfach mal. Jetzt haben sie wieder ihre einzelnen Elemente und können die auch wieder entsprechend, na, wo ist es jetzt, auch ansprechen. Ja, wenn sie das gesprengt haben, wird der Block deswegen nicht gelöscht. Der Block ist noch da, der ist in meiner Zeichnung noch gespeichert. Ich kann jetzt jederzeit auf Einfügen gehen. Block, Fenster, Sie sehen hier eine Vorschau. Und jetzt füge ich das Fenster mal ein. Ich setze das jetzt mal hier ab. Ich mache mal das Raster wieder an, damit man das vielleicht besser positioniert. Das wiederhole ich jetzt nochmal. Sie könnten natürlich auch kopieren. Und füge jetzt das Fenster noch einmal ein. Und Sie sehen, jetzt habe ich quasi das Fenster in meiner Zeichnung. Beachten Sie bei der ganzen Sache, Sie haben das Fenster nur einmal gespeichert. Sie können es jetzt mehrfach im Prinzip darstellen, aber es ist in Wirklichkeit, es ist nur einmal da. Sie sparen dadurch A, Speicherplatz und B, können Sie es natürlich jetzt auch einmal bearbeiten und dann wird das quasi dann quasi x-mal dann entsprechend aktualisiert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fassade von einem riesen Gebäude, haben da vielleicht 50 Fenster drin. Und da ist natürlich schon praktisch, wenn Sie das Fenster nur einmal abspeichern. Die speichern A Speicherplatz, das gilt vor allen Dingen für 3D-Blöcke. Und B, wenn Ihnen einfällt, dieses Fenster, diesen Fenstertyp zu ändern, meinetwegen eine Sprosse mehr einzufügen oder so, dann müssen Sie es nicht 50 Mal machen, sondern nur einmal. Das heißt, das Arbeiten mit Blöcken ist von großem Vorteil. Problem ist bei normalen Blöcken, dass sie normalerweise statisch sind. Das heißt, das Fenster gibt es im Prinzip nur in einer Größe, in einer Darstellungsform und es kann nicht mehr individuell angepasst werden. Und um diese Lücke zu schließen, gibt es die dynamischen Blöcke. Das heißt, das Fenster ist trotzdem nur einmal da, aber gewisse Parameter können dann bei jeder Referenz entsprechend angepasst werden, sodass sie verschiedene Darstellungsformen auch implementieren können mit einem Block. Wie das geht, werde ich es demonstrieren. Wir werden jetzt diesen Block verändern. Sie klicken mit der rechten Maustaste, mit der linken Maustaste drauf, aktivieren den Block, egal welchen Sie hier nehmen. Wie gesagt, das ist völlig wurscht. Sie genügt eine Referenz anzuklicken. Dann rechte Maustaste und wir gehen in den Block-Editor und tun den Block quasi im Editor dann entsprechend bearbeiten. Es öffnet sich der Block-Editor. Das ist im Prinzip so ein Programm im AutoCAD, wo jetzt entsprechend Blöcke bearbeitet werden. Sie bekommen hier ein paar neue Registerkarten oder Multifunktionsleisten hinzu, zum Beispiel diese Block-Editor, können aber gleichzeitig auch auf die anderen Funktionsleisten hinzugreifen. Sicherlich werden vielleicht alle Funktionalitäten nicht zur Verfügung stehen, die jetzt im Block-Editor keinen Sinn machen, aber die meisten stehen Ihnen hier auch zur Verfügung. Und ich möchte jetzt diesen Block so anpassen, dass jetzt hier die Länge sich zum Beispiel ändern lässt und ich möchte meinetwegen auch das Feature haben, dass sich das Fenster automatisch ausrichtet. Fangen wir vielleicht mit der Länge an. Das heißt, hier ist mein Einfügepunkt und hier soll jetzt so ein Parameter sein. Jetzt schiebe ich den hier rüber und dann geht das Fenster normalerweise mit. Ich werde das mal demonstrieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich gehe jetzt hier mal auf Strecken. Den Befehl Strecken, das würden Sie normalerweise machen, wenn Sie jetzt keinen Block hätten oder keinen dynamischen Block. Sie wählen sich hier diesen Bereich aus, der soll verändert werden, der bleibt konstant. Deswegen kreuze ich von links unten nach rechts oben, damit wirklich nur dieser Bereich drin ist. Jetzt fasse ich dieses hier an, jetzt ziehe ich hier rüber, habe mein Auto noch aktiviert und mein Raster fang auch. Und jetzt gehe ich hier rüber und sage, okay, in 12,5er Schritten mache ich hier mein Fenster größer. Und hätte das Fenster jetzt vergrößert. Wie gesagt, das könnten Sie auch in der Zeichnung machen, indem Sie einfach den Block sprengen. Und dann den Befehl quasi durchführen, ist natürlich trotzdem eine ziemlich mühselige Angelegenheit. Und sobald Sie den Block sprengen, haben Sie dann auch die Elemente mehrfach in der Zeichnung. Das heißt, Sie haben im Prinzip eigentlich dann keinen Speicherplatz gespart. Ich zeige Ihnen jetzt eine Variante, wie das eleganter geht. Wie gesagt, schon mehrfach gefallen der Begriff dynamischer Block. Das gibt es, glaube ich, seit AutoCAD 2010, das Feature. Und Sie finden hier die entsprechenden Einstellungen dazu. Ich gehe mal hier auf die Registerkarte, da finden Sie noch andere Einstellungen. Die sind eher für die Parametrik gedacht. Ich gehe mal hier auf diese, das kommt später. Hier haben Sie jetzt die Registerkarte für die Blockdarstellung. Das sind alle Paletten, sind quasi eingeblendet. Sie müssen zunächst erstmal einen Parameter definieren, den Sie verändern wollen. In dem Fall wäre das jetzt hier eine Linie, ein Linienparameter. Sie wollen ja diese Strecke hier verändern. Den setzen Sie ab.
Zum Beispiel von hier nach hier. Und tun wir vielleicht noch benennen. Macht sich ganz gut. Dazu tun wir den Parameter Manager öffnen. Hier können Sie die Parameter auch bearbeiten. Hier sehen Sie auch die Größe und den Wert. Und das Ganze nenne ich einfach mal Fenster Breite. So, das ist mein Parameter für die Fensterbreite. Und diesen Parameter muss ich allerdings noch mit einer Aktion versehen. Ich muss noch sagen, was will ich eigentlich mit diesen machen? Und da gibt es die zweite Palette hier. Das ist die Aktion. Also das war der Parameter, der verändert werden soll. Und jetzt noch die Aktion, die ihn quasi verändert. Und da gibt es hier die Möglichkeit des Streckens. Das ist dasselbe, was ich eigentlich jetzt gerade, was ich eben gerade demonstriert habe, was Sie normalerweise händisch machen würden, tun wir jetzt quasi schon mal als Parameter definieren. Ich gehe auf Strecken. Jetzt sagt der Parameter wählen. Die Aktion verbinde ich jetzt mit diesem Parameter. Klicke auf meinen Parameter. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt tun wir noch den Punkt aktivieren. Und ich sage, es ist dieser Punkt. Und jetzt mal noch den Streckungsrahmen aktivieren. Das ist mit diesem Kreuzen. Ich mache mal das Rasterfang aus. Das ist hier mein Bereich. Und muss trotzdem noch die Objekte aktivieren, denn für den Fall, dass Sie jetzt nicht alle Objekte verändern wollten, deswegen klicke ich jetzt nochmal die Objekte nochmal extra an. Ja, so haben Sie quasi die Möglichkeit, zwar den Bereich, die Objekte nochmal explizit auszuwählen und könnten quasi einen Teil der Objekte dieses Rahmens strecken und einen Teil nicht. Jetzt sind wir fertig und gehen auf, ja, auf Test. Mich wundert momentan nur, warum hier noch so eine Fehlermeldung kommt. Das wundert mich etwas. Ich hoffe mal. Ich glaube, ich habe. Na, müsste eigentlich. Schau mal. Testen wir das Ganze mal. Gehen wir auf Testen und klicken jetzt hier auf unseren Blog. Jetzt kommt hier unser Parameter und jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert. Ja, das kommt eigentlich mit. Warum man da diese Fehlermeldung hinschreibt, müsste man dann nochmal überprüfen. Ja, Sie sehen, jetzt können Sie Ihr Fenster verändern und Sie werden zugeben, dass das natürlich viel besser geht, als den ganzen Block zu sprengen und das Ganze dann mit so einem Streckenbefehl zu adaptieren. Was mir noch nicht so richtig gefällt, ich kann das hier auch solche Konstruktionen machen, beziehungsweise das Ganze ist noch nicht ein 12,5er Raster. Sie wissen ja, ich bin so ein 12,5er Raster-Fetischist. Das möchte ich entsprechend noch korrigieren. Dazu schließe ich nochmal meinen Test. Klicke nochmal den Parameter an und Sie haben die Möglichkeit, den Parameter anzupassen über die Eigenschaften. Und hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, Abstandstyp, momentan ist ja nichts definiert. Sie können aber sagen Inkrement. Inkrement heißt, das Ding kann nicht beliebig verändert werden, sondern nur in bestimmten Schritten. Sie können hier die Schrittweite, das sprich das Inkrement eingeben, das ist ja 12,5, 12,5er Raster. Und Sie können aber auch sagen, das Ding soll eigentlich nie kleiner werden als, sagen wir mal, 50. Also ein 50er Fenster, was anderes macht keinen Sinn, das wird dann irgendwie eine ungünstige Konstruktion. Und wenn Sie wollen, dann können Sie auch noch Maximalwert festlegen, wobei ich das in dem Fall nicht eingrenzen möchte. Was geht hier noch? Schauen wir noch mal. Was können Sie noch einstellen? Den Startpunkt. Ja, Sie können das auch den Mittelpunkt drüber schieben. Sie können die Anzeige einstellen, Anzahl der Griffe. Machen wir mal ein. Ja, nur diesen. Wobei das eh egal ist. Ja, Sie haben normalerweise nur mit diesen was verbunden. Aber immerhin haben wir die Fehlermeldung rausgekriegt, ja, weil wir den Griff ausgeblendet haben. Und ja, testen wir das Ganze nochmal. Testblock. Und jetzt gehe ich rüber und Sie sehen, jetzt kann ich bloß noch im 12,5er Rast und maximal bis zu einem 50er Fenster das verändern. Ja, das ist jetzt mein neuer Block. Sie sehen, das ist jetzt nicht mehr statisch. Jetzt kann ich jede Referenz, kann entsprechend dieser Parameter adaptiert werden. Das probieren wir gleich mal aus in der Zeichnung. Ich schließe meinen Blog-Editor und speichere meine Änderung. Hier sind noch meine Blöcke, die ich eben gerade eingefügt habe. Und Sie sehen, die Funktionalität ist schon hinzugefügt. Ja, bei beiden. Nehmen wir an, ich hätte jetzt 50 Mal eingefügt, dann wird es auch, hätte ich jetzt 50 Mal die Funktionalität. Auch ein großer Vorteil, wenn Sie mit Blöcken arbeiten. Jetzt kann ich hier das entsprechend anpassen.
Auch diese Blöcke können Sie wieder sprengen und wieder in die Einzelbestandteile zerlegen. Und ich habe Ihnen quasi auch mit demonstriert, dass wenn Sie einmal Blöcke eingefügt haben und Sie kommen auf die Idee, die quasi zu ändern, rechte Maustaste, Blockeditor, dann werden quasi alle Referenzen dieses Blockes auch entsprechend aktualisiert. Sprich, Sie können neue Parameter hinzufügen, um vielleicht Funktionalitäten quasi zu ergänzen. Oder Sie können natürlich auch grafische Elemente hinzufügen, zum Beispiel meinetwegen hier so eine Beschriftung etc. Auch das ginge und dann wäre es quasi 50 oder 100 Mal, je nachdem, wie oft Sie den Block verwenden, in dieser Zeichnung oder auch in anderen Zeichnungen. Falls Sie mit externen Blöcken arbeiten, wird das dann entsprechend aktualisiert. Also ein sehr machtvolles Tool, um effizient zu arbeiten. Was mir noch fehlt an diesem Fensterblock, unter anderem, aber was noch relativ einfach zu implementieren ist, ist die Möglichkeit, dass der Fensterblock beim Einfügen sich automatisch ausrichtet an der Wand. Momentan haben wir eine relativ einfache Konstruktion gewählt. Zum Beispiel habe ich hier nur eine horizontale Wand und dafür ist der Block ja gemacht beim Erstellen. Das haben Sie aber gemerkt, da bin ich immer von horizontalen Wand ausgegangen. Doch was passiert, wenn ich das Ganze jetzt hier auf einer vertikalen Wand habe oder sogar auf einer schrägen Wand? Das Problem möchte ich jetzt hier nochmal lösen, indem ich noch ein Feature hinzufüge. Aber zunächst erstmal, wie kann man das Problem lösen, ohne jetzt meinetwegen den Block noch zu adaptieren? Wie würde man den Block jetzt einfügen? Das gilt natürlich jetzt auch für ganz normale Blöcke, also auch für statische Blöcke. Also Sie fügen den Block ein, Sie gehen auf Einfügen und können allerdings hier den Winkel schon mal einstellen. Wenn Sie zum Beispiel wissen, bei so einer vertikalen Wand, super, das sind 90 Grad, das sehe ich. Also gehe ich hier auf 90 Grad und gehe dann hier auf OK. Und könnte jetzt hier mein Fenster absetzen. Und falls die Richtung nicht stimmt, hätte ich minus 90 Grad nehmen sollen. Geht nochmal auf rückgängig, mache das Ganze mit minus 90 Grad. Geht das natürlich genauso. Dann wird das quasi auf die andere Seite gespiegelt. Also minus 90 Grad. Jetzt das quasi außen. Und so können wir das auch machen. Wie sieht es aus jetzt bei so einer schrägen Wand, wo Sie den Winkel nicht auf den ersten Blick sehen? Sie können das natürlich messen. Klar, kennen Sie ja das Feature. Da gehen Sie hier auf Dienstprogramme, dann auf Winkel messen den Winkel hier einfach aus. Dann haben Sie 71 Grad und könnten das genauso wie mit 90 Grad entsprechend einstellen. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie drehen das am Bildschirm ein. Das zeige ich auch nochmal. Sie gehen auf Einfügen, dann sagen Sie den Drehwinkel am Bildschirm bestimmen. Sie setzen das hier ab. Achten Sie darauf. Sie müssen schauen, dass Sie wirklich die Linie fangen. Momentan habe ich den Rasterfang aktiviert beim 12,5er Raster. Den mache ich mal aus. Gehe dann hier auf Nächster, damit kann ich quasi den nächstbesten Punkt auf der Linie fangen. Zum Beispiel, oh, ist gerade nicht aktiviert, durch noch den Objektfang aktivieren. Jetzt habe ich hier Nächster, sehen Sie das? Er nimmt quasi den nächstbesten Punkt. Den sollte man nicht dauerhaft einstellen. Und jetzt kann ich hier noch den Drehpunkt bestimmen. So, das wäre eine Möglichkeit, aber Sie sehen, das sind natürlich viele Griffe und ja. Und erfordert schon ein bisschen Übung, um jetzt so einen Block auch schräg einzufügen. Sie können natürlich auch im Nachhinein das Ganze drehen, aber das ist natürlich noch aufwendig. Aber wenn Sie das mal gerade einfügen, danach eindrehen oder spiegeln, auch das geht, ist allerdings nicht so schön. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Ihren dynamischen Block noch verbessern können, damit Sie diese Wege nicht gehen müssen. Also ich gehe jetzt hier auch wieder auf meinen Block, linke Maustaste, rechte Maustaste, gehe auf den Block-Editor. Und füge jetzt noch einen weiteren Parameter hinzu. Ich gehe in meine Palette, dann auf Parameter, dann gibt es ja den Ausrichtungsparameter. Den nehme ich mal. Und wo soll er hin? Hier auf diesen Punkt. Und damit es wirklich genau gerade wird, ich will es natürlich, man könnte es auch so ausrichten oder so, aber es soll natürlich gerade sein, weil das ist meine Wand. Also muss ich noch mit F8 das Ortho aktivieren oder gebe halt Koordinaten ein. Jetzt ist das Ding quasi gesetzt und mehr müssen Sie eigentlich nicht machen. Ich werde das kurz demonstrieren. Ich kann das jetzt schlecht im Test machen, weil da habe ich nichts zum Ausrichten. Deswegen mache ich es in der Zeichnung. Deswegen gehe ich ja auf Block Editor schließen. Speichere das. Und ich kann das jetzt schon mal an den vorhandenen Blöcken demonstrieren. Ich zeige das einfach mal. Ich gehe einfach mal hier drauf. Klick hier auf den neuen Parameter. Sehen Sie, das ist der Ausrichtungsparameter. Der liegt genau über dem Basispunkt. Das hat seine Vor- und Nachteile. Wenn es genau darüber liegt, kann ich nämlich Folgendes machen. Ich gehe jetzt hier drauf und kann jetzt hier, sehen Sie das? Jetzt geht er genau hier an der Wand, richtet das entsprechend aus.
Erfordert etwas Übung, damit klarzukommen, aber ist ein sehr mächtiges Tool, wie Sie hier das Fenster setzen können. Dummerweise habe ich schon Fenster jetzt hier drin. Je nachdem, von welcher Seite Sie kommen, wird das entsprechend ausgerichtet. Jetzt könnten Sie das jetzt setzen. Ich könnte das noch mit den Objektfang aktivieren, also den Rasterfang, und können jetzt hier am Raster quasi mein Fenster setzen. Ja, der Ausrichtungsalgorithmus, der von AutoCAD jetzt zur Anwendung kommt, ist nicht jedermanns Sache. Sie sehen, da brauchen wir ein bisschen Übung, um das wirklich immer genau die Wand von der richtigen Seite anzufahren. Aber ich garantiere Ihnen, wenn Sie es ein paar Mal gemacht haben, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wie gesagt, probieren Sie einfach aus. Ich habe das Otto noch an, das ist eher nicht so gut für den Fall. Und jetzt sage ich mir, okay, ich komme von dieser Wand. Und dummerweise ist die Wand nicht allzu groß, deswegen klappt er mir das hier um. Jetzt habe ich es und setze das Ganze hier ab. Dasselbe geht natürlich auch beim Einfügen. Ich lösche das mal hier raus, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Sie gehen hier auf Einfügen, Block, das kennen Sie ja schon. Allerdings wird nichts mehr gedreht jetzt am Bildschirm. Das soll jetzt automatisch ausrichten anhand der Bezugslinie. Die Frage ist immer, was nimmt AutoCAD für eine Bezugslinie? Es ist besser, dass Sie zoomen, dass Sie wirklich die Bezugslinie genau anfahren. Jetzt komme ich von hier und fahre die Bezugslinie an und gehe dann hier rüber und setze das hier ab. Genauso können Sie jetzt von hier kommen, diese Linie anfahren. Jetzt setzen wir das hier ab. So, ja, das geht natürlich auch noch in der Horizontalen. Das sollte ja so sein. Ich komme jetzt von hier unten, fahre hier an und setze das entsprechend ab. Ja, auch hier wieder aufgepasst, hier habe ich zu zeitig geklickt. Also hier müssen Sie noch gucken, dass es dann wirklich entsprechend umgesetzt wird. Ja, Sie können natürlich auch, ich ändere das nochmal ab, den Ausrichtungsparameter nicht auf den Basispunkt legen. Ich zeige mal wieder, was dann passiert. Block Editor. Das heißt, ich setze den mal ein bisschen weiter daneben ab. Ich aktiviere hier meinen Parameter und fahre den mal, ich mache jetzt mal das Rasterfang an, hier drüben rauf. Ist er quasi mehr auf dem Basispunkt. Die beiden überlagern sich jetzt nicht mehr. Gehe jetzt auf Block Editor schließen, speichere das ab. Das hat Vor- und Nachteile, werde ich kurz demonstrieren. Wenn es nämlich jetzt, habe ich nämlich noch zwei Möglichkeiten. Ich kann das jetzt am Basispunkt anfassen und kann das ohne ausrichten, hin und her schieben. Oder ich fasse das Ganze hier am Ausrichtungspunkt an und kann jetzt mit ausrichten, hin und her schieben. Das ist der Vorteil, wenn Sie es quasi nebeneinander legen. Aufpassen, beim Einfügen wird sie am Basispunkt eingefügt und dann müssen Sie natürlich, dann ist diese Ausrichtung nicht aktiv. Ja, das heißt, Sie müssen es erstmal so einfügen und müssen das jetzt entsprechend dann noch einmal. Da müssen Sie ja überlegen, wie Sie es machen. Also entweder Sie sagen, okay, ich möchte beide Features mir erhalten, dann lege ich das daneben, den Ausrichtungsparameter. Oder Sie sagen, na, ich möchte das beim Einfügen schon entsprechend ausrichten, dann legen Sie es einfach übereinander. Ja, Sie sehen, das sind, glaube ich, relativ simpel, dieser Parameter einzusetzen. Das ist einfacher zu erstellen, der Block, als später anzuwenden, weil das, wie man die Wand anfahren muss, damit er genau die richtige Ausrichtung findet, das ist nicht ganz ohne. Aber ist, glaube ich, relativ leicht implementiert. So viel zum Ausrichten des Fensters.